Nein, das habe ich nicht gesagt. Nein. Schon in Ordnung, Bobby. Ich habe nichts gehört. Danke, Darren. Ich gehe dann mal. Man sieht sich. Bis bald, Darren. Postkarten, Broschüren und Werbeprospekte aus Willow Creek. Hier ist ein Infoblatt von der Bibliothek. Schade, keine Öffnungszeiten. Und hier die Sehenswürdigkeiten der Umgebung. Das scheint nicht nur ein Museum zu sein, sondern auch die Touristeninformation. Aber nichts wirklich Interessantes dabei. Ein kleines buntes Röhrchen. Sieht aus wie ein Seifenblasenspiel. Das ist meins! Ja, klar. Ich wollte nur mal schauen. Ein Fass, wie sie hier überall im Dorf stehen. Vermutlich gab es hier früher eine blühende Fassindustrie. Ein alter gusseiserner Ofen. Ob der zur Ausstellung gehört? Ich wage das zu bezweifeln. Erinnert mich an den Kachelofen meiner Mom. Hab mich immer wohlgefühlt, wenn es draußen kalt war und das Holz im Ofen knisterte. Warum hier ein Globus steht, verstehe ich nicht. Ich wette, die meisten Leute haben hier noch nicht einmal das Nachbardorf gesehen, geschweige denn die ganze Welt. Ja, eine kaputte Vitrine. Natürlich nichts drin. Auf dem Schild steht Schwarze Kugel des Schicksals. Alles klar. Man fand sie angeblich neben der Leiche von Samuel. Sonst gibt's hier nichts mehr. Und hier sehen Sie die weltberühmten Milchkannen aus Willow Creek. Eine Schatzkiste. Ich habe einen Schatz gefunden. Jetzt bin ich reich. Das ist nur eine blöde leere Kiste. Sieht aus wie eine Mischung aus römischem Streitwagen und Rasenmäher. Ich studiere Physik, nicht Landwirtschaft. Keine Ahnung, was das ist. Eddie hätte seine Freude an diesem Regal. Es gibt hier normale Teller, bemalte Teller, verzierte Teller und Gläser mit Erde? Mehr möchte ich auch eigentlich gar nicht wissen. Ein Bild von einer Scheune im Nebel. Ich glaube, in diesem Nest hier scheint nie die Sonne. Ein altes Telefon, wie es zu Beginn dieses Jahrhunderts in Europa benutzt wurde. In Willow Creek wohl eher zum Ende hin. Das gehört nicht zur Ausstellung, denke ich. Putzmittel, ein Wischmopp, Besen, Lappen, Seife, Glasreiniger. Was soll ich damit? Was steht hier? Die Totenglocke aus der Kirche von Warmhill. Vermutlich gibt's die Kirche nicht mehr, sonst würde die Glocke hier nicht stehen. Eine uralte Nähmaschine. Damit haben sie bestimmt die Vorhänge hier genäht und das Ding dann gleich stehen lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Stuhl für erschöpfte oder wissenshungrige Besucher sein soll. Stabil ist er jedenfalls nicht. Die fasse ich nicht an, im Gegensatz zu den Horden Touristen vor mir. Huch, was ist das? Ein Sekretär, ganz ohne Schieberätsel. Wohl ein altes Modell. Eine endlos lange Liste über die Geschichte von Willow Creek. Mal sehen. Die Unterwelt von Willow Creek. Der Ort Willow Creek wurde zu Zeiten der alten Römer gegründet. Schon damals trat der Fluss oft über die Ufer und machte die Umgebung zu einer Moorlandschaft. Einige Jahre nach der Grundsteinlegung wurde eine kleine Kanalisation errichtet, die das Problem für mehrere Jahrhunderte beseitigen konnte. Im Mittelalter war die Kanalisation schon weitgehend zerstört und vergessen. Doch Werner Gordon ließ im Jahre 1867 eine komplett neue Kanalisation errichten, um der wachsenden Anzahl an Überschwemmungen und damit einhergehenden Hungerkatastrophen Herr zu werden.
Damit war es möglich, große Teile der Umgebung trockenzulegen und zu verhindern, dass der Fluss erneut über die Ufer treten konnte. Daneben ist noch so eine kleine Zeichnung, wo das Wasser umgeleitet wird, wenn's mal zu hoch ist. Und was ist das? Ah, einen alten Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg gibt es ja auch noch. Direkt mit der Kanalisation verbunden. Stelle ich mir ziemlich unangenehm vor. Die Bilder zeigen Bauern bei der Arbeit auf den Feldern. Ansonsten nichts Interessantes. Entschuldigung, ich bin gerade erst in Willow Creek angekommen. Haben Sie ein paar Tipps für mich? Gibt es was Sehenswertes? Sind Sie etwa auch Tourist? Ja, könnte man so sagen. Na ja, wir wollten uns heute eigentlich das berüchtigte Sanatorium ansehen. Aber irgend so ein Freak hat da ein Hotel draus gemacht und der Typ am Empfang hat auch gleich versucht, uns irgendwelchen billigen Tourischhund anzudrehen. Als ob wir sensationsgeil wären. Genau, Albert. Und dann hat er noch erzählt, dass im Schloss immer noch der Geist dieses Samuel Gordon spukt. Man soll ihn nachts an den Fenstern des verbrannten Flügels sehen können. Richtig unheimlich. Lächerlich. Auf jeden Fall sind wir dann hierher gekommen. Wir hatten uns aber etwas mehr von einem Gruselmuseum erhofft. Wir werden uns nachher noch das Schloss ansehen. Hoffentlich taugt wenigstens das was. Danke für die Information. Dann mal noch einen schönen Urlaub. Danke, ebenfalls. Der wahnsinnige Samuel Gordon ermordet den angesehenen Arzt Dr. Heinz Hermann in einem Blutrausch. Er enthauptet den beliebten Arzt in seinem Haus in der Nähe des Dorfes. Die Figuren sind billig gemacht, sehen aber noch nicht sonderlich alt aus. Reißerisch inszeniert. Hier scheint es um einen Mord an einem jüngstes Opfer der Mordserie wurde der erst 12 Jahre alte Vic V. Er wurde unweit des Dorfes an einem Steinkreis im Wald brutal ermordet. Hier sind einige Bilder des Steinkreises. Zeugenaussagen, ein Statement der Polizei, Zeitungsausschnitte. Wie es scheint, wurde damals zunächst ein Ritualmord vermutet. Heavy-Metal-Satanisten im Blutrausch. Was bringt jemanden da? Es muss furchtbar gehen. Ein Häcksler aus dem Garten des Schlosses. Von wem stammt welche Grab? In was ein Mysterium? Schwachsinn. Das Fenster. Putzmittel, ein Witz. In der Vitrine liegt, was steht auf dem Schild? Familien. Das Schloss für die Vitrine. Und deswegen soll unsere Bruderschaft allzeit im Geiste dieses großen Mannes wirken. Sie soll außerhalb der Kontrolle der Kirche, bar aller Konventionen und jenseits irdischer Gerichtsbarkeit dienen. Verschrieben nur ihrem einen Ziel, auf das höhere Mächte sie richten mögen. Unsere größte Stärke liegt in der Geheimhaltung. Wir stehen in der Dunkelheit, in den Schatten und blicken ins Licht. Unsichtbar für jeden, der uns aufhalten könnte. Denn wenn niemand weiß, dass es uns gibt, können wir nicht gestoppt werden. Darum, meine Brüder, haltet euch an diese Regeln. Die Mitglieder des Ordens sollen sich nicht kennen. Nur der hohe Priester des Ordens soll jedes Mitglied mit Namen und Rang nennen können. Bei Treffen des Ordens soll ein jeder Bruder maskiert sein, auf dass niemand ihn erkennen möge. Kein Außenstehender darf je über den Orden informiert werden, sei es durch Absicht oder Unachtsamkeit. Seid wachsam, meine Brüder. Verhaltet euch unauffällig, doch seid wachsam. Früher als ihr denkt, wird der Tag kommen, an dem ihr euch beweisen müsst. Nicht sehr ergiebig.
Ich weiß immer noch nicht, welche Ziele der Orden verfolgt. Aber es scheint ein einziges, großes Ziel zu geben. Es muss auf den Seiten vor dieser stehen. Und deswegen sie uns, denn wenn da die Mitbeit kein Seid war. Hallo, Bobby. Hi. Sag mal, Bobby, die Vitrine da hinten. Ist die schon lange kaputt? Ja, Darren. Seit 27 Tagen schon. Wie ist denn das passiert? Ich weiß es nicht. Eines Morgens war die auf einmal kaputt. Also ist jemand eingebrochen und hat den Inhalt gestohlen. Ja, das hatte ich schon ganz vergessen. Aber das ist nicht so schlimm. Es war nur eine Kugel drin. Was denn für eine Kugel? Eine große schwarze. Danke für die Auskunft. Bitte, Darren. Wegen der schwarzen, ja? War die Polizei denn? Nein, die interessiert das nicht, sagt Mrs. Puff. Aha. Und wen interessiert es dann? Mrs. Valley, glaube ich. Sie hat sich das angesehen. Danke dir, Bobby. Dieses dicke Buch da in der Vitrine, die Chronik der Gordons, was kannst du mir dazu sagen? Darin steht alles über die Familie Gordon. Lady Victoria... Kann ich mir gut vorstellen. Darf ich sie mir mal... Ich darf sie nicht... Hast du... Ja, Miss... Nur nicht für den... Wird diese Chronik denn nie aus der Vitrine genommen? Vielleicht kann ich diese Mrs. Puff selber fragen. Nein, das Buch darf nicht rausgenommen werden. Also hast du zwar einen Schlüssel für die Vitrine? Genau. Gehört dir das schöne Seifenblasenspiel? Oh ja, ich mach gern Seifenblasen. Ich hab heute aber schon so viel gespielt, dass es leer ist. Vielleicht kann ich dir neues Seifenwasser besorgen. Nein, danke. Bald ist Feierabend und ich hab sowieso keine Lust. Ich hab zu großen Hunger. Warum das? Ich hab nichts gefrühstückt. Tom hat kein Brot gekauft. Wir haben kein Geld, weil der Pub schlecht läuft und jetzt auch noch der teure Stand. Aber ihr müsst doch trotzdem was essen. Tom isst nicht viel. Ein Bier ist genauso gut wie ein Brot, sagt er. Das möchte ich wetten. Wie wäre es, wenn ich dir etwas zu essen besorge? Oh, das wäre sehr nett, Darren. Mal sehen, was ich da mache. Ich gehe dann mal. Bis bald, Darren. Hallo, Tom. Was gibt's? Wissen Sie etwas von einer schwarzen... Hab davon gehört. Sie haben... Warum sollte ich? Ein schwachsinniger Bruder ist nicht gerade was zum Angeben, oder? Er machte einen netten Eindruck. Wenn Sie nur ein paar Stunden ertragen müssen, vielleicht. Aber ich muss mich Tag aus Tag ein mit dem bescheuerten Idioten herumschlagen. Der bekommt nichts auf die Reihe. Aber alle Welt kümmert sich um ihn. Weil er es doch so schwer hat. Neidisch? Neidisch? Auf den Idioten? Wohnt er bei Ihnen? Seit unsere Eltern tot sind, habe ich ihn an der Backe. Man sollte ihn in ein Heim stecken, wo noch mehr solche Spacken eingecheckt haben. Aber wer soll das bezahlen? Schön zu hören, wie Ihre Familie zusammenhält. Ich hätte gern eine Portion Chili. Jetzt doch. Normal. Wenn ich richtig sehe, haben Sie sowieso nur einen Topf. Also scharf. Stimmt so. Oh, ich muss weiter. Ich hab dir etwas Chili besorgt. Ich hoffe, das magst du. Oh ja. Aber ich... Kein Problem. Ich schenk's dir.
Aber dann schenke ich dir auch... Danke. Hallo, Bobby. Hi. Und? Bist du jetzt satt? Ja, war lecker. Und? Hast du immer noch... Doch, hätte ich schon... Soll ich dir welches besorgen? Okay. Ich geh dann mal. Bis bald, Ich nehm das mit, okay? Ja, okay.